Ja, ich bin jetzt hier auf so einem Aussichtspunkt und das ist alles ehemaliges Tagebaugebiet, riesengroß, Naturschutzgebiet und das ist total traumhaft hier. Und dann hinten am Horizont, das kann man aber von hier aus nicht sehen, da sind schon ganz viele Kraniche. Und jede Menge, da fliegen sie in Scharen da hinten. Und am Abend kommen die dann auch hier rüber geflogen wohl und landen hier in dem Gebiet. Das will ich mir natürlich nachher angucken, ne? Und da hinten sieht man halt eben ganz, ganz viele, die fliegen da. Aber heute ist ein bisschen diesig, da sieht man sie nicht so gut. Und da hinten kreisen sie und fliegen. Aber man sieht es nicht, das werdet ihr nicht sehen, das ist zu weit weg. Jede Menge. Ja, ich gehe jetzt diesen Rundweg hier zurück mit Deuten. Es ist sehr warm. Dann kann Deuten schön sein Chap-Chap kriegen. Und dann setze ich mich nachher nochmal hier hin, wenn die Sonne noch ein bisschen tiefer ist und werde nochmal versuchen, ein paar Fotos zu machen. Ich habe natürlich nicht meine Kamera mit den Objektiven. 200er Objektiv, alles zu Hause. Aber wer konnte ahnen, dass ich hier lande? Aber das sind immer so die schönsten Sachen. Das ist so überraschungsmäßig. Hätte ich die Christel heute nicht getroffen, da auf dem Platz, hätte ich das nie erfahren, dass es hier so was Schönes gibt. Habe ich zu Michael gesagt, müssen wir unbedingt nochmal hierher fahren. Das ist ja ein Traum hier, wirklich. Liebe Christel, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir das heute so schön erzählt haben und mir den Tipp gegeben haben. Sehr, sehr schön. Cool. So, heute wieder ein bisschen improvisiert. Ich habe noch ein bisschen Paprika gehabt, Kidneybohnen und zwei Eier und frische Petersilie und Gewürze. Dazu gibt es eine Scheibe Brot. Und dann will ich euch mal was zeigen. Nämlich das. So stehe ich hier. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich stehe ganz alleine hier. Und es ist dunkel. Hier ist nicht ein Licht. Und ich muss mit dem Hund nachher nochmal raus. Naja, aber ich will mir ja morgen früh versuchen, den Wecker früh zu stellen, damit ich nochmal vielleicht auch die Kraniche wegfliegen sehe. Oder einfach auch ein bisschen Stimmung aufzunehmen, weil es bestimmt morgen früh Frühnebel und es ist so schön hier. Und deswegen werde ich das schon überleben. Ich schließe mich ein. Zack. Und Huni ist ja auch noch da. Der hört zwar nicht mehr so gut, aber der merkt auch ganz genau, wenn irgendwas nicht stimmt. Das merkt er wohl noch. Von daher, alles gut.
Ja, Hallöchen nochmal. Ich bin heile aufgewacht heute Morgen. Hab auch eigentlich gut geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Aber halt nicht so sehr lange, weil ich bin recht früh heute aufgestanden und war um 7:15 schon vorne am Wasser und ich hätte schon eine Viertelstunde früher da sein können. Es war fast schon ein bisschen zu spät, obwohl ich habe noch genug gesehen und gehört, weil diese Stimmung am Morgen, die ist echt noch schöner als die am Abend, weil einfach das Licht schöner ist und also es war gigantisch, das war toll. Das ist leider nur so, dass die halt doch relativ weit weg sind. Die landen dann gegenüberliegend auf der anderen Seite vom See, hinter so einem Hügel. Und du kannst halt leider nicht sehen, wo sie landen. Und es wäre natürlich mal so ein Erlebnis, auch das zu sehen, wenn die runterfliegen. Weil die lassen ja einfach so ihre Beine baumeln und landen dann auch so ein bisschen ruppig. Und das hätte ich schon gerne irgendwie mal gesehen, aber das ist halt einfach, da sind die wirklich zu weit weg. Aber dieser Sonnenaufgang heute, diese Geräuschkulisse dazu, also das war wirklich toll und dafür war es wert, hier zu stehen, auch wenn es komisch war. Aber also ich würde gerne noch mal hierher fahren. Ich würde das gerne noch mal so morgens erleben, wie es heute war. Ich fand es wirklich morgens schöner als abends. Das ist so, wenn dieser Tag beginnt und erst ist alles ruhig und dann hörst du die ersten Rufe von den Kranichen, dann werden es immer mehr und dann werden es immer lauter und dann siehst du, wie sie langsam losfliegen. Oh. Also das war irre. Wirklich. Also es ist ja hier ein, das nennt sich Heinz. Oh, ich kann es gar nicht lesen. Heinz-Sielmann Natur- und Erlebniszentrum. Also es gibt ja hier wie so eine Art kleines Museum. Das haben die echt schön gemacht, wirklich auch mit Liebe gemacht. Denn hier an diesem Ort, wo dieses eine einzige Haus noch steht, wo das Museum jetzt drin ist, gab es ja diesen Ort Waninchen. Und der musste ja wie viele andere Orte weichen, dem Tagebau. Und das ist halt einfach so eine Erinnerung an diesen Ort. Und ja, hier kommen ja auch viele Menschen her, die mal hier gelebt haben. Und unter anderem auch hat mir das die Christel erzählt, wo ich die Empfehlung bekommen habe für den Platz hier. Ja, dass man das halt beobachtet hat über mehrere Jahre, halt früher auch, dass den Ort noch und wie das dann alles wegkam und dann wieder neu errichtet worden ist, als Naturschutzgebiet. Und ich denke, das ist ein kleines Trostpflaster für die Menschen, die hier gelebt haben, wenn sie das jetzt sehen, was hier geschaffen worden ist. Man kann sich Informationen holen über Heinz Sielmann, der war ja ein berühmter Film. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Ich muss direkt mal gucken. Ein Tierfilmer. Jetzt gucke ich gerade mal. Nee, der lebt nicht mehr. Und das ist praktisch eine Stiftung. Und da wird ihm gedacht, er war ein, wie gesagt, ein berühmter Tierfilmer und Fotograf. Ja, und da zeigen sie halt so Kleinigkeiten, wo er sich versteckt hat und so weiter und so fort. Natürlich wird über die Kraniche auch dort berichtet. Man kann sich so eine Broschüre mitnehmen, die ist übrigens sehr gut. Das heißt Brandenburg aus der Vogelperspektive. Da steht sehr viel über Kraniche drin. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Kraniche in Gewässern schlafen. Also sie suchen sich immer Schlafplätze, wo stehendes Gewässer ist. Kleine Tümpel. Überflutete Wiesen und dort schlafen die. Also immer mit den Beinen im Wasser. Das war mir neu, wusste ich nicht. Und die Bauern, die hier also so Ackerland haben und was auch überflutet oft ist, die werden subventioniert, bekommen Fördergelder oder eine Entschädigung, besser gesagt, dafür, dass sie das Land nicht nutzen können und es wird ihnen halt eben damit nahegelegt und praktisch eben unterstützt, dass sie diese Überflutungen lassen für die Tiere, damit die eben hier ihren Schlafplatz haben können.
Das ist wirklich, wirklich gigantisch. Das ist schön. Und ja, also das ist das einzige Haus, was hier ist. Und hier ist natürlich keiner. Deswegen stand hier wirklich alleine und es war ja stockdunkel. Hier ist keine Laterne, hier ist keine Lampe. Und ja, es war ein bisschen gruselig. Streckenverlauf einen Kilometer folgen. So, Autohaus Schubert ist schon erledigt, hat nicht lange gedauert, halbe Stunde. Wir hatten noch ein bisschen ein Problem, weil also die Fliegenschutztür, die war ja nicht richtig dicht. Ich zeige euch das irgendwann mal. Und da hat er jetzt noch einen Schaumstoff reingeklebt gleich. Und ja, bei unserer Toilette auf dem Unterbau, da ist eine Ausfräsung für eine Schraube zu groß und dadurch wackelt die immer ein bisschen. Und das hatte ich euch ja im Video gezeigt. Ja, und da hat gesagt, also das müsste dann nochmal ausgebaut werden, ne, und zugeschweißt werden, das Loch, und dann nochmal neu gebohrt werden. Das ist wirklich tatsächlich ein kleines bisschen zu groß. Da müssen wir mal gucken, ob man da eine Lösung finden und ob uns das jemand in Cottbus machen kann, weil er, der gute Mann hier, der ist auch so gut beschäftigt und hat viel, viel, viel Arbeit hier. Und da ist er auch immer froh, wenn wir solche Arbeiten dann halt ihm auch abnehmen. Und deswegen werden wir mal gucken, ob wir irgendwo da in Cottbus was finden, wo wir es zuschweißen lassen können. Vielleicht kann das auch gleich unser Lackierer machen und dann ein neues Loch reinbohren und dann wackelt die auch nicht mehr so. Ja, und dann habe ich noch den nach dem Knopf gefragt für die eine Schublade hier in der Küche. Die will er uns bestellen und das Plissé, neues Plissé haben wir noch gekriegt, weil das andere, also das hier oben, ja, das ist ein paar Mal durch den Wind rausgeflogen. Das ist ja nur so ganz dünnes Papier. Und da haben wir Neues noch gekriegt. Das war, glaube ich, noch auf Garantieleistung, weil es überhaupt nicht gehalten hat. Und das war's. Ja. Und jetzt fahren wir. Hat er doch noch die Rechnung? So, jetzt kam noch der Herr Schubert und hat doch noch die Rechnung gefunden. Habe ich auch noch gleich bezahlt. Alles erledigt, kann ich jetzt nach Hause fahren. Ja, also wir sind so froh, dass wir den Herrn Schubert gefunden haben. Und Gott sei Dank, Mann, ey, das war damals ein Ding mit dem anderen Autohaus. Hör auf. Nee, ist schon alles gut so. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.